Hallo zusammen, Kai Matthias hier von der Intake für Voice of CNC. Wir befinden uns auf dem Stand von Mitsubishi Electric. Und es ist nicht nur irgendein Stand, es ist der Gemeinschaftsstand von Mitsubishi Electric. Und ich habe mir sagen lassen, wenn man sich für das Thema Erodieren interessiert, dann kommt man an diesem Stand auf jeden Fall nicht vorbei. Und der Herr Schmeier steht hier neben mir und wir wollen ein bisschen darüber sprechen, was diesen Stand so besonders macht und warum gerade dieser partnerschaftliche Gemeinschaftsstand so besonders ist hier auf der Intake. Ja, auch von meiner Seite herzliches Hallo von der Intake in Leipzig. Was macht unseren Stand besonders? Besonders macht unseren Stand der Netzwerkgedanke. Wir wissen alle, wie kompliziert die Zeiten sind und wie ungern vielleicht Leute heute auch auf Messen gehen. Und unsere Idee war, lass uns alles auf unserem Stand zusammenbringen. Wir haben hier drüben eine Senkerodiermaschine stehen. Wir haben nicht nur die Maschine, wir haben Graphit. Wir haben zum Thema Draht erodieren alles, was rund um die Maschine gebraucht wird. Vom Draht über eine Wasseraufbereitung, über ein Programmiersystem, es ist alles hier. Es sind die Kollegen da, die, wenn sich jemand für eine Mitsubishi Elektrikmaschine entscheidet, einfach mit mir zusammen dann die After-Sales-Betreuung machen. Und somit wollten wir mit diesem Messestand einfach transportieren unsere Regionalität. Wir sind alle hier aus der Gegend. Es ist für den Kunden der Vorteil. Und wer auf die Intake kommt und was über Erodieren wissen will, der muss eigentlich nur zu uns kommen und dann kann man sich über alles informieren. Das heißt, eigentlich bildet dieser Stand eine Komplettlösung, 360-Grad-Lösung an, wenn man im Thema Erodieren zugange ist, sich weiterbilden möchte, hier mit dem Thema was zu tun hat. Das heißt, es gibt nichts, was ihr damit so gesehen nicht abdeckt, richtig? Vom Grund her, ja. Also bei uns gibt es das komplette Programm rund um EDM, rund um Erodieren. Wer was braucht, wir sind sein Ansprechpartner. Hier auf dem Stand findet er immer den richtigen, ja. Ja, cool. Und wenn wir mal vielleicht einen Blick auf Herausforderungen jetzt vor allem auf dem deutschen Markt sehen, wie sehr macht es Sinn, auch partnerschaftlich als Gemeinschaftsstand hier irgendwie aufzutreten oder wie greifen hier die Unternehmen nochmal genauer für als, sagen wir mal, USP für den Kunden am Ende ineinander, dass es einem, sagen wir mal, was bringt? Wie kann das so gesehen dem Kunden am Ende helfen? Ja, also die Herausforderungen am deutschen Markt, sind wir uns, glaube ich, alle gerade darüber bewusst. Es ist schwierig, es ist instabil, es geht hoch, runter. Das erzählt mir jeder, der hierher kommt heute. Und mit den Leuten, die hier sind, geben wir einfach Sicherheit für die Herausforderung. Heute brauche ich sage mal, einen besonderen Draht, weil ich viel Arbeit habe. Mhm. Und morgen brauche ich ein spezielles Graphit, weil ich beim Senkerodieren eine ganz spezielle Anwendung habe. Und am Ende ist es für den Kunden eigentlich ein einfaches. Egal, wen der hier von dem Stand anruft, er wird immer zu dem Richtigen geleitet. Das ist eigentlich so dieses Netzwerk und diese Regionalität hier in Ostdeutschland. Wir sind ein bisschen eine spezielle Region. Die Menschen, wir begegnen uns ganz viel auf Augenhöhe. Mit ganz vielen rede ich im Du. Und genauso funktioniert es hier am Stand. Ja, wir haben einfach eine gute Energie. Das ist, glaube ich, auch das Wichtigste, was gerade die größte Herausforderung ist. Und um bestimmte Herausforderungen oder mal in die Schlacht reinzugehen, braucht man natürlich auch die passenden Produkte dazu. Und wir stehen hier gerade vor einem passenden Produkt und würden gerne vielleicht mal ganz kurz anreißen, was es hier, sagen wir mal, könnte man das schon als Flaggschiff bezeichnen? Das ist unsere Speerspitze im Wasserbad, unsere MP1200 High-End-Maschine. Wer das Mühe sucht, ist mit dieser Maschine genau richtig. Wer zum Beispiel auf dünnste Drähte, feinste Konturen gehen will, das ist seine Maschine. Okay. Also heißt, Präzision steht hier vollkommen im Vordergrund. Präzision, feinste Oberflächen, Zuverlässigkeit. Mhm. Weil mein Spruch ist immer, was nützt mir die beste Erodiermaschine, was, wenn sie nicht einfädelt. Ja, das stimmt. Und natürlich Rentabilität, Energieeffizienz, Maschinen am Zahn der Zeit. Okay, heißt das, was ihr euch für den Stand überlegt habt, Komplettlösung für den Kunden zu bieten, versucht ihr, sagen wir mal, diese Werte auch hier irgendwie mit reinzupacken, indem man sagt, hier hat der Kunde auf jeden Fall in vielen Bereichen zukunftsweisende, zukunftsorientierte Lösungen, mit denen er nachhaltig und vor allem effizient und produktiv arbeiten kann. Absolut. Okay. Absolut, ja. Ja, sehr, sehr und, spannend. Was vielleicht noch eine Herausforderung ist für viele Firmen, Fachkräfte, hören wir immer wieder das Thema Fachkräfte, Erodierer sind rares Gut. Und wir haben uns gemeinsam mit zwei Partnern was überlegt, was dem deutschen Markt und gerade dem EDM-Bereich, glaube ich, helfen kann.
Bei uns bei Mitsubishi gemeinsam mit dem Partner Dekam und dem SBH in Eisenach gibt es die Möglichkeit in einem 4-Wochen-Lehrgang, ich sage mal so schön, vom Metallfacharbeiter zum Erodierer zu kommen. Draht erodieren, programmieren, Senk erodieren. Alles in 4 Wochen. Ich kriege, wenn der Mann das möchte, nach 4 Wochen den fähigen Erodierer vor die Maschine gestellt und kann mit der Maschine arbeiten. Nicht nur die Maschine, weil auch die Person vor der Maschine gehört zur Komplettlösung. Auf jeden Fall. Und vor allem eure, sagen wir mal, euer Lösungsansatz und Antwort darauf, wenn man gerade bei Fachkräftemangel nicht weiß, wo man vielleicht gute Leute herkriegen soll, die Möglichkeit, in-house gute Leute vielleicht zu fördern, weiterzubilden und somit dann in dem Bereich sich weiterzuentwickeln. Also sehr, sehr spannend und vielleicht für alle da draußen auf jeden Fall gutes Wissen, wo man sich vielleicht nochmal drüber informieren könnte. Und ich sage auf jeden Fall erstmal vielen, vielen Dank sehr für gerne. Diesen coolen Einblick. Ja. Danke für die Zeit und ich gerne. Wünsche ganz, ganz viel Erfolg hier Dankeschön. Auf der InTech und für die nächste Zeit. Danke. Dankeschön.